Du fragst mich, wo ich heute bin. Ich bin heute hier in Köln beim Cologne Triathlon Weekend Ironman Distanz, beziehungsweise genau gesagt Langdistanz. Absolviert, geschafft, gepackt mit viel Schweiß, Tränen und Kraft und bin mega stolz. Geht sehr, sehr gut. Ich bin kaum gegangen. Ich bin durchgelaufen bis auf so kleine Stationen, wo es Trinken gab. Dann habe ich das gut genutzt. Ich hatte keine Krämpfe. Ich kam bei allen Sachen gut durch. Schwimmen war schwer. Ich bin 4 Kilometer mit ihm geschwommen. Deswegen musste dann arbeiten. Fahrrad lief super. War noch viel dabei, die meinen so boah, krass gefahren. Und Laufen war okay. Ich denke, hätte ich mich da noch mehr Intervalltraining gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr raus können. Aber wieder ist der erste, deswegen ist es gut. Ich hatte keine Zweifel, aber ich habe sehr mit mir gekämpft, weil ich hatte, wie du gesagt hast, ich konnte viel meditieren und viel nachdenken. Ne? Ich hab über meine Familie gedacht, über diese Beziehung, über die Arbeit, über das Event, über die ganzen Sachen, die schlecht laufen. Und das nimmt natürlich an Power. Und da war ich dann teilweise echt so ein bisschen so am Zweifeln an mir selbst, so, weil ich dann zu abgelenkt war und das tat weh dann in dem Moment. Aber ich habe dann ganz schnell mich an großen Stars orientiert, die halt gesagt haben, immer never give up, und dann bin ich halt gelaufen und dann war ich wieder drin und habe dann diese negativen Gedanken weggeschoben und habe dann einfach mich an den Positiven orientiert. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man das wirklich ausblendet halt, diese ganzen Problemchen, die man hat, ja, Finanzamt, Beziehung, Arbeit, das darf in so einem Wettkampf nicht sein. Das darf aufploppen, aber man muss versuchen, sich an positive Dinge zu erinnern, an schöne Sachen. Dann bekommt man diese Schübe. Lernen, die ich jetzt in der Woche gelebt habe, ja, mich getrennt habe von fast allen Sachen, geschlafen, gegessen. Wenn ich das gemacht hätte, 3 Monate, locker eineinhalb Stunden eher da. Weil das hat mir wirklich den Push gegeben, was mein Trainer auch immer meinte, du musst dich konzentrieren auf dich und das hätte besser laufen können. Aber wie gesagt, ich bin Mensch und ich brauche es auf die Fresse und habe es dementsprechend auf die Fresse auch bekommen und bin trotzdem froh und werde jetzt beim nächsten Mal, weil beim Marathon auch, werde ich definitiv noch Oh Mann, da denke ich einiges. Also da waren echt Tiere dabei. Die sind echt, die hatten ja diese Aerodynamik auf den Helm und so. Sind vorbeigedüst und das war faszinierend zu sehen. Und da kann man nur Chapeau sagen. Natürlich sind da viele Profisportler dabei, Berufssportler, aber auch viele Hobbysportler, die einfach den Fokus noch besser auslegen können. Da kann man sich nur daran inspirieren lassen und versuchen, auch ein bisschen was davon zu catchen. Aber generell, das ganze Team, gerade auch Macht 3 auf diesem Weg mit den Füßen, die haben mich zugejubelt, als ob ich bei denen im Verein wäre. Und ganz Köln hat gejubelt und also fast noch besser Stimmung als beim Marathon. Marathon kommt so sprich immer so, ey, ich dachte, du bist Kenianer, was läufst du denn hinten mit? Das war hier gar nicht der Fall. Zwar Idioten gab es auch ein paar, die meinten so, ey, was läufst du so langsam? Da meine ich so, was machst du denn da mit dem Bier in der Hand? Aber das ist normal. 90% hatte ich echt nur Supporter. Definitiv. Also ob ich jetzt in Köln mache, kann ich jetzt gar nicht sagen, vielleicht macht man echt dann irgendwie einen Ironman, weil wir haben ja Kontakte durch meinen Trainer, der ist ja verbunden mit dem Ironman-Mann. Da wäre vielleicht auch mal eine Idee, da vielleicht einen zu machen. Also Köln so als Standard ist ja, aber Ironman möchte man natürlich auch machen. Vielleicht mache ich auch erst nochmal Köln und dann Ironman, aber ich werde auf jeden Fall definitiv nochmal einen Langdistanz machen. Aber dies ist ja zum Glück immer erst Ende des Jahres, deswegen möchte ich vorher viele kleine Distanzen machen, dass ich richtig gut reinkomme, dass ich das auch mit der Strecke lerne. Ne? Definitiv möchte ich natürlich weiterarbeiten, das heißt an meinen Skills. Ich möchte noch schneller werden im Schwimmen, im Laufen, im Radfahren, bin ich schon gut. Aber ich möchte auch an meiner Haptik, an meiner Art, an meiner Helligkeit auch noch ein bisschen arbeiten, indem ich mich jetzt vorbereitet habe. In einer Woche, ich habe mir auch einige mitbekommen von meinen Freunden. Ich habe auch viele. Das ist ein bisschen zurückgezogen. Auf geht's, komm nochmal, gib Gas. Jawohl, gratuliere. Auf mehr lernen und auf mich produzieren. Dann wird der Rest mal reinkommen. Hey, hallo, hey, komm hier. I'm a fucking Ironman Distance Finisher. Um genau zu sein, Langdistanz Man. Ey, ich finde mich einfach geil. Also, das ist so, die einen haben Doktortitel, die einen schaffen Diplom.
Die einen haben irgendwie den Ironman gefinisht oder die Langdistanz. Du bist einfach ein geiler Typ. So. Das macht nicht jeder. Wenn es leicht wäre, dann würde es jeder machen. Aber das machen die wenigsten. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich noch mehr Power bekommen habe. Und das ist natürlich für mich als Selbstständiger, für mein Business, das Allerwichtigste, dass ich mein Team damit auch anstecke. Also währenddessen denkst du nur so, scheiße, Hass, fuck, ätzend. Aber das Training so, ich überlege, als ich mit der Conny und mein Trainer Ben letzten Wochen nochmal trainieren war, da haben wir so eine geile Schwimmeinheit gemacht. Das war auch in meinem Blog zu sehen. Ich kam an, 1, 2, 3, weiter! Und ich so, fuck, Alter, ey, was hast du für ein Guantanamo-Lager hier? Das war so hart, aber am Ende war ich so gut drauf. Ich habe an den Tag, glaube ich, auch noch verkauft und war im Beruf auch happy. Also es ist so, wenn du den Sport richtig machst, fokussiert machst und dranbleibst und die ganzen Nein-Sager ja, wegdrückst, glaub mir, dann verändert sich dein ganzes Leben. Und das macht dich glücklich und vor allen Dingen erfolgreich. Yes. Danke auch an meine Facebook-Online-Family. Wenn du es gut findest, schick mir gerne ein Like oder kommentier es, weil ihr wisst, das ist so für mich einfach, ja, geil. So, weißt du, ich brauche nicht tausende von Likes für Justin Bieber, aber die paar, die ich bekomme, die sind ehrlich und die lieben mich.